Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei Levis K12. Ich begrüße euch zu einem Shopping-Video. Ja, in diesem Video habe ich ein paar schöne Sachen für meine Sammlung geholt. Gamesmäßig ist es die Switch geworden. Und dann haben wir noch ein paar DVDs. So, dann fangen wir gleich mal an mit den DVDs, würde ich mal sagen. Da habe ich mir als erstes Shin-Chan, die neuen Folgen Volume 2 geholt. Gibt ja mittlerweile vier Episoden, also vier Volumes. Das ist die Volume 2. Freunde, Shin-Chan, der kleine Junge aus Japan. Ich glaube, das sind neue Episoden, Freunde. Auf jeden Fall ist es eine neue Synchro. Ich habe immer noch nicht reingehört in Volume 1. Ich hoffe, es wird ähnlich klingen wie damals in den 90ern, Freunde. Shin-Chan läuft immer noch. Das ist Volume 2 in grün, wunderschön gehalten. Hier haben wir übrigens so Kekse von Shin-Chan. Er mag ja diese Dino-Kekse sehr gerne. Dazu noch Shin-Chan, die neuen Folgen. Volume 3, Freunde. Hier haben wir einen Superhelden. Er mag ja diesen Superheld. Es sind diverse Episoden drauf. Insgesamt 18 mal 8 Minuten, Freunde. Was uns über etwas über 2 Stunden bringt an neuen Shin-Chan-Folgen. Beziehungsweise, die sind, glaube ich, neu synchronisiert worden. Volume 3, jetzt fehlt mir Volume 4. So, dann eine Classic-Serie, die ich noch nicht kenne, aber die wird mich sicher auch sehr interessieren. Friedrich und Friederike. Ja, das war ein bisschen problematisch. Das war von dieser 5 zu 3 oder 3 zu 2 Aktion. Aber die damals irgendwie nicht gefunden. Und nach langem Suchen hin und her, Heck und Meck, habe ich es dann doch trotzdem gefunden. Die meint so, ja, das ist zurückgegangen, bla bla bla. Ich sag, das ist 11 bis 12 Tage ist es her, stand da. Und jetzt habe ich so eine E-Mail bekommen, dass ich es abholen kann. Wo ist es denn, ne? Und sie meinte so, oh, finde ich nicht und so. Dann mussten die Herren gucken und was war da? Die Serie ist da gewesen. Die insgesamt 9 Teile sind enthalten. Friedrich und Friederike. Boah, sieht ziemlich Retro-Style aus von WDR. Und eine neue Serie, die ich entdecken werde. So, das ist das, Freunde. Dann bin ich in den GameStop gejumpt und habe mir doch tatsächlich noch original verpackt, neu. Seht ihr hier, wow, original verpackt, Freunde. NBA 2K Playgrounds Teil 2. Ein Game für 6 Euro und ein paar zerquetschte. Ich habe ja schon die PS4-Version davon. Da dachte ich mir, holst du auch die Switch-Version von NBA 2K Playgrounds 2. Ist ein ziemlich witziges Spiel. Erinnert sehr stark an NBA Jam, Freunde. Das ist übrigens der Typ von den Wolves. So, dann habe ich mir von Müller meine Bestellung abgeholt. Kommt in so Tüten. Mach mal auf. Mario und Rabbids Kingdom Battle in der Gold Edition. Das ist die Vollversion plus Season Pass. Enthält eine neue Storyline mit dem Affen höchstpersönlich, Gorilla Donkey Kong. Yes! Hier spielen die Charaktere von Ubisofts Rabbids mit, gepaart mit den Mario-Charakteren. Entwickelt sich hier ein Strategie-Hit, womit man halt sehr viel Spaß haben kann.
ein sehr nettes Switch-Game. Rabbids and Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Und da würde ich auf jeden Fall die Gold Edition wählen, Freunde. So, das ist das. Und dann gab es noch, Freunde, habe ich mir noch bestellt. Ja, was ist das? Sieht vom Karton her wie ein PC-Spiel aus. Aus den 90ern, aber es ist ein Switch-Spiel. In der Retro Collector Edition Toki. Seht ihr hier Switch? Es gab es damals, glaube ich, für den Amiga ein Spiel und das wurde neu aufgelegt. In dieser Collector's Edition, da ist enthalten ein Comicbook ist dabei. Dann haben wir hier so ein Arcade-Kabinett aus Holz. Da kann man die Switch dann reintun und so tun, als ob man ein Arcade-Spiel zockt. Zwei Lithografien, Toki Game und Sticker kann man sich dann auch irgendwo hinkleben. Auf jeden Fall eine sehr nette Edition, Freunde. Die Rückkehr des ausgeflippten Affen ist back. Das kultige Action-Plattformspiel ist wieder da. Ja, also muss es ein Spiel geben, was es schon vorher gab. Und jetzt in neuer Grafik wurde es neu aufgelegt. Toki. Toki, Toki, Toki. So, das ist das. Tun wir es mal hier hin. Passt auf jeden Fall. Richtig nice. So. Dann gab es, Freunde, so Werbeheftchen für den Nintendo Switch. Passend, weil ich hier drei Switch-Spiele habe. Vom Müller konnte ich mir dann so Sachen mitnehmen. Frühling und Sommerkatalog 2019. Hier wird also erklärt, was die Switch überhaupt ist, wofür man sie benutzen kann, wie man sie benutzt. Im Handheld-Modus, im TV-Modus. Joy-Cons sind dabei. Und die Spiele natürlich Smash Bros, Tetris 99, Pokémon, Pikachu und Evoli. Dann kommen diese Pokémon noch dazu irgendwann. Ja, Spiele, die auf meiner Liste stehen. Yoshi's Crafted World und Super Mario Deluxe U. Das ist ein neues Spiel. Das ist ein Spiel, was auf der Wii U schon gab und neu aufgelegt wurde für die Switch, Mario Party. Das habe ich ja, Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe. Genauso wie das hier, Mario Odyssey, habe ich mir zum Switch-Kauf dazu gekauft. Als digital gab es Mario Odyssey dazu. Mario Maker 2, ich weiß nicht. Ich mag es lieber, Level zu zocken, die vorgegeben sind, anstatt selber Level zu machen. Ist bestimmt ganz spaßig, aber trotzdem. Zelda Breath of the Wild. Mein Zelda-verrückter Neffe hat sich das geholt. Zelda Link Awakening soll ja auch kommen, Freunde. Das habe ich. Mario Tennis Aces. Ein sehr nettes Tennis-Game. Splatoon 2. Fortnite für unsere jungen Zocker da draußen, FIFA 19, Fire Emblem, Minecraft. Ja, die Switch, die macht sich irgendwie so langsam, aber sicher. Ich würde auf keinen Fall die Switch alleine haben wollen, weil es gibt so viele andere Spiele, die es auf der PlayStation gibt, die ich nicht missen möchte. Aber so als Zweit- oder Drittkonsole auf jeden Fall ist Switch eine ganz nette Sache. Labo, sag ich mal. Cartoon-Dinger, nee, nicht mein Ding. Mortal Kombat, das neue, sieht geil aus. Rocket League, Ultimate Aliens 3. Dann ein weiteres Spiel, was auf meiner Liste steht. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, auch ein Spiel, was ein Pflichtkauf ist. Dann habe ich mir ja jetzt Mario und Rabbids geholt. Starlink, nicht so mein Ding. Der Captain ist in der Haus.
One-Two-Switch, das hätte es eigentlich normalerweise für die Switch dazu geben sollen. Umsonst normalerweise. Aber da Nintendo ja leider sogar online Kohle haben möchte, man kann Demos testen, installieren. Und so viel kostet halt der Online-Dienst, der leider mit eingeführt wurde. 7 Tage kostenlos, 1 Monat 3,99, 3 Monate 7,99 oder ein Jahr 19,99. Dazu gibt es halt Nintendo Entertainment System Classic-Spiele dazu. Eigentlich ein ganz fairer Preis, aber trotzdem, warum bezahlen für Online-Zocken, das auf der Wii und der Wii U umsonst war. Auf dem GameCube sogar, glaube ich, auch. Ja. Nintendo muss sich halt anpassen, ne? Das ist die Switch. Die ganzen Joy-Cons, die es dazu gibt. Und hier sehen wir die technischen Daten der Konsole. Insgesamt kann man mit einer Aufladung 6 Stunden zocken. Hängt vom Spiel ab. Zum Beispiel Zelda kann man nur 3 Stunden zocken. Steht hier. Ja, Leute, das ist Nintendo Frühling, Sommer 2019 Katalog und dann das Shopping dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.